Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute wollen wir Buchsbäume schneiden. Also Buchsbäume, diese ja so wunderschön puffelig, wuffelig wachsenden kleinen Gewächse, die ja bis zu 10 cm Zuwachs pro Jahr bekommen können. Was man auch sehr schön sieht, also wir haben jetzt Mai und die haben auch schon angefangen hier, dieses alles, was hier hell ist, das ist tatsächlich, das sind schon alles neue Triebe. Aber dennoch müssen sie gelegentlich geschnitten werden. Das kann man ab April machen, bis in den Juni, Juli hinein. Da ist die, ja, noch eine gute Gelegenheit zum Schneiden. Später sollte man es nicht mehr machen, damit dann die Pflanzen halt nicht große Verletzungen noch haben, wenn dann die ersten Fröste kommen. Und eher im Jahr ist es auch nicht unbedingt ratsam, gerade weil ja noch starke Spätfröste auch kommen können, die dann zu eben solchen Frostschäden führen könnten. Und das wollen wir ja nicht. Und bei diesem Buchsbaumschneiden, da sind ja eigentlich der Fantasie des Hobbygärtners keine Grenzen gesetzt. Man kann die Buchsbäume wunderschön in Form schneiden, man kann Figuren draus machen. Also ich habe das gesehen, da haben Menschen so Hasen draus gemacht, so Hasenköpfe. Oder man macht sie pyramidenförmig oder als Kugel. Oder man kürzt sie einfach nur ein und ja, lässt halt quasi eine natürliche, buffige Wuchsform, belässt man denen. Das kann man machen mit einer Gartenschere, mit einer kleinen, ganz normalen Gartenschere. Das kann man machen mit einer Akkuschere. Das werde ich jetzt hier bei dem zum Beispiel machen. Oder man kann es auch bei richtig großen Buchsbäumen, es gibt ja auch wirklich so riesengroße Buchsbäume, da kann man das dann auch machen mit einer großen elektrischen Heckenschere. Das bleibt also jedem selber überlassen. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist bei Regenschneiden, weil dann ja die Feuchtigkeit gleich in die entstandenen Wunden eindringt, was wiederum zu Fäulnis führen kann, und bei starker Sonne. Also heute scheint hier so ja, ein bisschen die Sonne. Es ist eher so ein Tag, wo ja, Sonne, Wolken, Sonne, Wolken. Gerade im Moment ist es halt ein bisschen sonnig, aber das geht noch. Aber starke Sonne ist auch nicht erwünscht, weil es dann wiederum zu Verbrennungen kommt. Das möchte man natürlich dann auch wiederum nicht. Und diese Buchsbäume, die kann man ja bis zu maximal 2/3 kann man die einkürzen. Also wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja so groß und so ausgewuchert und auch gefällt mir überhaupt nicht mehr und so, bis zu 2/3 geht es, das darf man dann. Niedriger sollte man ihn nicht mehr schneiden. Aber wenn ein solcher, ja, kann man ja von sagen, Radikalschnitt durchgeführt wird, dann muss das wirklich von zeitig im Jahr sein, ungeachtet dessen, ob noch Fröste kommen oder nicht. Weil ansonsten, ja, manche einfach von, ja, den, mitten im Austrieb stört man dann die Pflanzen und das sollte auch nicht sein. Das ist die einzige Ausnahme, wo wirklich sehr, sehr früh geschnitten wird. Und ansonsten muss man halt wirklich gucken, ob hier so irgendwas vertrocknet ist. Also hier sind zum Beispiel so von der Überwinterung sind hier so verschiedene trockene Sachen, ob man die rausschneiden möchte. Oder ob hier, ja, manchmal wachsen ja auch so Triebe einfach so in irgendeine Richtung, wo man sie gar nicht haben möchte. Dies wird alles entfernt. Ansonsten einfach nur reine Formschnitte. Und hier ist eine Schnecke und die entfernen wir vorher, damit die jetzt nicht verletzt wird. So, er hier ist jetzt fertig schon mal. Wie ihr seht, hat er von seiner eigentlichen Form nicht wirklich etwas verloren, nur dass er jetzt halt wesentlich runder geworden ist. Ist jetzt noch nicht wirklich eine Kugel, aber er ist jetzt oben abgerundet und die unten schräg stehenden Triebe hatte ich ihm entfernt, sodass er jetzt wirklich, ja, den Sommer überleben wird. Und hier die beiden, da muss natürlich jetzt ein bisschen mehr entfernt werden, wie ihr seht, weil die ja schon sehr, sehr, sehr dicht ineinander wachsen. Und da ist es tatsächlich ratsam, die wirklich, also hier zum Beispiel dieses hier alles, was so ineinander wächst, dass die sich ja gegenseitig die Luft und die Sonne und die Feuchtigkeit, also das Wasser hier, Regenwasser und so wegnehmen. Da muss tatsächlich dann schon ein bisschen radikaler vorgegangen werden, damit beide gut überleben können. Ja, nachdem jetzt alle Buchsbäume, also nicht nur die, die ihr jetzt hier seht, sondern auch die hinten auf den Wegen und im hinteren Garten, nachdem die jetzt alle ihren Formschnitt bekommen haben, sind wir allerdings noch nicht fertig mit der Buchsbaumpflege im Frühjahr, denn nach dem Schneiden müssen sie zunächst gedüngt werden. Also jetzt wird hier schön unter den ganzen Buchsbäumchen wird schön Dünger ausgebreitet, eingearbeitet ein bisschen in den Boden und dann angegossen. Die werden richtig schön, richtig kräftig gegossen, dass sich A, der Dünger auflöst, dass die B, die Bäumchen gleich Flüssigkeit bekommen, also dann gleich, also sowohl feste als auch flüssige Nahrung sozusagen. Das wird gemacht und dann noch eine Mulchschicht aufgetragen. Und das finde ich in der zweierlei Hinsicht ganz, ganz schön eigentlich.
Weil erstmal ist so eine Mulchschicht, die dient ja dazu der Speicherung von Feuchtigkeit. Das heißt, wenn jetzt es zukünftig regnet oder wir die Buchsbäumchen gießen, dann wird ja die Feuchtigkeit schon mal sehr, sehr schön gespeichert. Und zum anderen ist ja immer so, wenn man so schneidet, es bleibt ja auch so kleine Fitzelchen Schnittgut, bleibt ja immer so liegen. Ich rede jetzt nicht von großen Zweigen, aber hier so diese kleinen Muckeldinger, die, ja, ich sammle die jetzt auch nicht alle einzeln ein. Wenn ich da jetzt aber eine Mulchschicht drauf mache, dann sieht man es nicht mehr. Das heißt, wir haben eine Win-Win-Situation. Die Buchsbäumchen freuen sich und wir als Hobbygärtner freuen uns auch, weil es dann besonders schick wieder aussieht. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr hinterlasst ein Like, ihr abonniert meinen Kanal und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.